So, Lager habe ich alles drin. Achso, hier, die kann ich nochmal wegpacken. Die brauche ich auch gerade nicht. Was wollte ich denn noch machen? Stimmt. Ich habe es ja wieder mal vermasselt mit den. Bop, bop, bop. Ja, mit diesen Fenstern von Tinker für die. Na, fürs Lava. Fürs Lava, genau. Für die Lava. Und dann muss ich jetzt nochmal gucken, was ich brauche. Ich habe Ton. Wie sieht's mit Kies aus? Da ist Kies, aber nur. Ne, 64 Mal. Alles klar, war es wirklich Sand. Dann habe ich mir das richtig gemerkt. Das heißt, wir werden jetzt mal ein bisschen Sand sammeln gehen. Ein bisschen Sand sammeln gehen. Und nach Möglichkeit vielleicht auch ein bisschen Baumwolle. Ich habe den Atlas nicht dabei, den sollte ich mitnehmen. Wo habe ich den Atlas hingesteckt? Ah, ich habe hier noch einfach zu viele Kisten. Da ist der Atlas. Meine Zwiebelburger. Ja, die sind aus meinem Privatspiel, die Zwiebelburger. Die sind sehr gut. Aber da sie aus dem Privatspiel sind, werde ich sie hier jetzt natürlich nicht essen. Das wäre ja geschummelt. So, hier dann noch zweimal Toast. Und theoretisch, nehmen wir es einmal aus der Hand, können wir hier dann jetzt auch noch mal ein bisschen nachschieben. Dann haben wir nämlich gleich Nachschub, wenn wir zurückkommen. So, wo laufen wir denn jetzt mal hin? Die Richtung ist ganz gut. Bis über die Berge rüber waren wir noch nicht, dann können wir da auch mal gucken. Und vielleicht hier wird da ja Baumwolle. Gut, ob das jetzt so schlau ist hier nur mit dem Steinschwert, aber gut. Das kriegen wir schon hin. Wir nehmen mal unseren altbekannten Weg nach oben. Wir müssen ja nun ja nicht direkt gehen. Ja gut, dass uns jetzt irgendwie was ganz Böses entgegenkommt, da rechne ich jetzt einfach mal nicht mit. Sondern, dass wir das mit unserem Steinschwert denn schon hinbekommen. So, ja. Die Tiger tun uns ja nichts, das haben wir auch schon festgestellt. Auch wenn wir denen ihre Fichten klauen. So, ganz viel Marmor. Den hätte ich im Privatspiel gebraucht. Hier brauche ich ihn jetzt eigentlich nicht wirklich. So, noch ein Tiger. Hier wird neu geladen. Und ich wollte eigentlich in diese Richtung. Oh Gott, meine Stimme, die, ja, ist total super. Ach so, jetzt weiß ich auch wieder, was ich. Waren wir hier schon drin? Ich glaube nicht, ne? Jetzt weiß ich auch wieder, was ich, nee, genau, hier hatte ich abgebrochen. Was ich, erzählen wollte mit von wegen überraschend und so. Wir brauchten überraschend, brauchten wir noch einen neuen Kühlschrank und einen neuen Geschirrspüler, was ja nun auch immer, ein bisschen was kostet. Ich glaube, ich mach's mal lieber hier mit. Ich glaube, es geht schneller. Ja. Was ja auch dann immer noch ein bisschen was kostet und. Och, nö, habe ich ein Bett dabei? Ja, Schlange, sei still. Ich habe. Ich sehe sie noch nicht mal. Ich habe kein Bett dabei. Okay. Es tut mir leid. Wir starten das Ganze gleich nochmal. Dunkel, dunkel. Aus irgendeinem Grund renne ich nicht. So ist besser. Ja, und da sind schon die ersten Skelette. Und Creeper. So, au. I, und da ist. Ah, shit, da ist ein Golem. Oder ein Oger. Ja, ein Oger ist es, glaube ich, eher kein Golem. So, und du sollst laufen. Nicht gemütlich. Spaziert nur.
Ist doch kein Laufen, oder? Ist das jetzt nur, weil ich es besonders eilig habe? Kann ich mich noch hinlegen? Ja, ich konnte mich noch hinlegen. Sehr schön. War alles noch nicht nah genug. Sehr, sehr gut. Ich mache mir denn jetzt doch mal lieber ein Eisenschwert. Es ist mir mit dem Steinding einfach zu unsicher. So, dafür müssen wir jetzt einmal nach unten, aber nehmen wir uns auch wieder ein bisschen Eisen mit nach oben. Damit wir diese Rennerei dann ja nicht immer haben. Wir können uns dann gleich nochmal einen Eisenblock gießen. So, geschmolzenes Eisen. Gießen wir uns dann gleich zwei. So. Ich will jetzt auch noch auffüllen. So, machen wir nochmal so. Die können wir dann ja auch noch da drin lassen. Ist ja jetzt nicht so wichtig. So, Sticks haben wir oben. Mehr als genug. So, und dann geht es wirklich los. Aber mit dem Steinschwert, also... Ich sehe auch gerade, ich habe keine Rüstung mehr. Ich habe meine ganze Rüstung verloren. Ich laufe draußen ungern ungerüstet rum. Wie gut, dass ich da gerade nochmal nachgucke. Mein Gott, bis ich so das Haus verlasse, das dauert ja ewig. So, dann kommen die beiden nochmal mit hoch. Das sollte eigentlich reichen, ne? Ja, guck mal, 27. Machen wir das jetzt einmal kurz hier unten. So. Eine Hose reicht, danke. Falsche Maustaste benutzt. Dann das ist... Nee, Oberteil habe ich ja noch, ne? Nicht mehr lange, aber trotzdem. Schuhe. Und Helm. Meinen wir noch ein Oberteil jetzt? Doch, mache ich mir mal. Wenn schon, denn schon, dann gehe ich gleich ordentlich los. Kann oben in die Kiste. So, dann habe ich noch zweimal fürs Schwertchen. Und einmal kann ich dann noch oben hinlegen. Das ist jetzt nicht so viel, aber egal. Ich will jetzt los. Auf dass es gleich wieder dunkel ist, wenn ich losgehe. Aber diesmal... Hallo, nimmst du bitte die Leiter? Diesmal denke ich daran, ein Bett mitzunehmen. Hoffe ich. Es kann sein, dass ich das vergessen habe, wenn ich oben ankomme. Ich hoffe nicht. Ja, genau das meinte ich. Ich brauche... Sag mal, was Parkinson oder was? So. Baumwolle und Sand sammeln. Das ist unser Plan. Ach Quatsch, ich brauche ja nur einmal. So. Damit hätten wir ein schönes Schwertchen. Einmal Eisen kommt dahin. Die Rüstung kann dahin. Das kann auch hier hin. So. Achso. Steinschwert brauchen wir auch nicht. Steinschwert brauchen wir auch nicht mitnehmen. So. Nun aber wirklich. Nein, das möchte ich nicht essen. Wirklich nicht. Das überlasse ich denn lieber meinen Hundis. Da bin ich denn ja ein bisschen freigebiger. So. Also, ich wollte gerade sagen, also so langsam klappt es hier ja gut mit dem nach oben kommen. Und in dem Moment falle ich runter. Das ist wieder sehr bezeichnend. So, ja. Der Waschbär hat gequietscht. So, Baumwolle muss ich doch mitnehmen. Einmal zum Anpflanzen habe ich jetzt mitgenommen. Denn wenn ich das bei uns irgendwo setze, dann
vermehrt sich das ja auch wieder, ne? Das ist so, ne? Also ich laufe jetzt nicht irgendwie seit einem Jahr mit einer Falschannahme rum, oder? Das wäre mir sehr unangenehm. Ach ja, richtig, hier der... Ja, den habe ich schon wieder vergessen. Das ist mir wirklich unangenehm, aber ich habe ihn tatsächlich schon wieder vergessen. Ist das hier schon die Truhe, ja. Gravurlogikdruck, sogar zwei verschiedene. Das ist ja sehr schön. Und die Truhe will ich mitnehmen. Kommt zu Mutti. Das ist aber eine standfeste Truhe. So. Das wäre das. Einfach mitnehmen, weil wegen können wir gerade. So. Bo-bo-bo-bo-bo. Mit dem Bären möchte ich mich gerade nicht anlegen. Da tut nicht Not. So, einmal gucken, wo wir jetzt sind. Sieht schon interessant aus, ne? Aber hier irgendwo... Oh Gott, haben wir schon wieder so doll Hunger? Ich verschaffe mir gerade mal so einen kleinen Überblick. Piepsies! Gott, das kriege ich gerade mit meiner Stimme gar nicht so gut hin. Wobei gut dann natürlich auch wieder relativ ist. Ach, stimmt ja. Privat war ja... Wieso war ich der Meinung, dass Privat Richtung Nordosten war? Keine Ahnung, keine Ahnung. So, ich gehe jetzt mal hier längs. Das sieht so schön flach aus. Und Eisenkies nehmen wir glatt mal mit. Wo ist denn hier? So. Na. So. Ich habe das Bett vergessen. Ich glaube das nicht. Das kann doch echt nicht mehr angehen, oder was? Das kann doch echt nicht angehen. Wie kann man nur so döschig sein? Jetzt noch einmal hier oben hin. Oh, ein kleiner Wasserfall. Wenn ich hier oben hinkomme. Wie schön flach das hier aussieht. Aber ich glaube, das hatte ich, als ich mich nach einem Spot zum Bauen umgeguckt habe. Habe ich das hier auch schon gesehen. Ich glaube, das war ein Platz, der auch bei mir in die engere Wahl kam tatsächlich. Den ich dann aber doch wieder verworfen habe. So, aber den können wir uns jetzt mal zusammen angucken. Nehme ich noch mit. Oh, haben wir alles. So. Miezi! Gibt es hier... Hier gibt es Lava. Das ist gut zu wissen. Das ist da vorne Öl. Ich glaube, das ist Öl, ne? Gibt es hier denn Baumwolle? Ich meine, hier gibt es Schafe. Wir hätten vielleicht eine Schere mitnehmen sollen. So, es tut mir leid, aber ich brauche Wolle für ein Bettchen. Na? Was hier los? Was hier los? Ach shit, es kann sein, dass mir gerade die Platte vollläuft.
Okay, ist ein bisschen beruhigt. Da muss ich gleich erstmal gucken. So, wo sind jetzt die Schafe? Hier. So. Ja, jetzt klaue ich dir auch noch dein Futter, aber was für ein cooler Baum. Stand der hier schon, als ich mich umgeguckt habe? Ich glaube nicht. Eigentlich möchte ich den hier ja ganz gerne stehen lassen, ne? Muss mir hier nur einmal ein kleines Blöckchen ab... Ich kann auch einfach den hier unten nehmen. So, damit ich mir ein Bettchen bauen kann. So. Eine Workbench habe ich ja dabei. Daran denke ich. So. Na gut, was heißt daran denke ich? Die war ja schon da. Also kann man auch nicht wirklich sagen, dass ich dran gedacht habe. So. Schnell hinlegen und Bubu machen, bevor es hier schief geht. Ach guck mal, und eigentlich bin ich ja unterwegs, weil ich auch Sand sammeln wollte, ne? Und jetzt gucke ich mich hier gerade nur um und hier und da und suche nach Baumwolle. Aber eigentlich wollte ich ja Sand. Erde, Pflastererde, Erdziegel, geschisselt. Milk and Mutton Inn. To be fair. Stables, no stools. Ob das was zu sagen hat? Ich meine, das ist unsere Richtung, ne? Das ist unsere Richtung. Aber da hinten ist auch ein kleines Dorf. Ob das wirklich irgendwo hinführt? Das hier wäre jetzt so. Müssen wir gen Süden. Könnte man theoretisch mal ausprobieren. Ich markiere mir den mal. Der Blitz war wieder recht nah. Aber wie gesagt, ich mag das ja. So, was nehme ich denn da mal für ein Zeichen? Mal so. So, dem Ganzen kann man irgendwann mal folgen, aber nicht jetzt. So, das hier ist tatsächlich Öl. Brauchen wir, glaube ich, auch irgendwann mal, aber nicht jetzt. Von daher lasse ich das mal hübsch und unangetastet. Eine schwarze Miets. So, Sand und Baumwolle brauchen wir und wir kommen jetzt in ein Schneebiom. Ich glaube, das wird uns da nicht... Oh, Sand! Den können wir natürlich dann erstmal mitnehmen. So. Ich will jetzt nicht die ganze Erde mitnehmen. Na. So, und ich glaube, so furchtbar viel Sand brauchen wir auch gar nicht. So, es sollte eigentlich schon reichen, aber ich habe gerade ehrlich gesagt ein bisschen Spaß dran, mich hier so ein bisschen umzugucken. Okay, der Eisbär killt hier anscheinend, das ist gut zu wissen. Ah, ganz viele Schafe. Schäfchen. Oh, hier mitten im Schneebiom so eine grüne Oase, ist natürlich auch schön. Die mag vielleicht noch damit zusammenhängen. Okay. Wenn ich Baumwolle möchte, sollte ich vielleicht mal lieber im Wald bleiben, ne? Und nicht im Schneebiom. Aber ich guck hier gerade mal. Okay. Oh nee, ne? Du siehst total dämlich aus. Buh.
Man muss ja auch mal so ehrlich sein dürfen und das sagen können.